Hey Leute, ich hoffe, es geht dir gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Dinge, die schiebt man einfach ewig auf. Und man sieht die dann, zum Beispiel, dass der Kühlschrank dreckig ist und ist richtig genervt davon, aber macht es halt trotzdem nicht. Und ich wohne seit einem Jahr in dieser Wohnung und es gibt Dinge, die schiebe ich schon ziemlich lange auf. Und das habe ich jetzt eine Liste gemacht mit allen Dingen, die ich aufschiebe. Und jetzt werde ich eine Woche lang jeden Tag an diesen Dingen arbeiten. Am Montag habe ich bereits mein Altglas weggebracht, weil sich das gehäuft hat. Am Dienstag habe ich meinen Kühlschrank gereinigt, also richtig so tiefengereinigt. Und heute steht was relativ Großes an, nämlich möchte ich sehr viel ausmisten und habe auch schon angefangen und das dann zum Frauenhaus in meiner Nähe bringen. Ich weiß gar nicht, ob sie die ganzen Sachen brauchen, weil ich zeige euch das mal. Das ist, was ich bereits aussortiert habe, also es ist ultra viel Zeugs. Okay, let me show you. Okay, also ich habe ganz viele Sportklamotten aussortiert, die ich teilweise komplett neu habe, weil ich ja ein Jahr lang mit Gymshark zusammengearbeitet habe und auch mit TVO ab und an zusammenarbeite und manche Sachen trage ich halt einfach nicht, weil ich zeig dir meine andere Seite. Also das sind, ich hatte hier vorher zwei Reihen Leggings und das sind jetzt die Leggings, die übrig geblieben sind. Das sind halt trotzdem noch voll viele. Das hier sind meine Langarm-Sport-Shirts. Das sind generell meine Langarm-Shirts. Hier sind meine ganzen kurzen Hosen und da sind meine Sport-BHs und das ist ja immer noch voll viel. Machen wir einen kleinen Haul. Okay, auf jeden Fall ganz viele Sportsachen. Die sind voll alle gewaschen worden. Ich habe meine anderen Klamotten noch gar nicht ausgemistet. Das sind, wie gesagt, nur die Sportklamotten. Ich bin auch immer so, dass ich mir denke, vielleicht brauche ich die Sachen nochmal oder so, aber nein. Brauchst du nicht checken. So. Dann haben wir hier ganz viele Hey-Riegel. Essie-Produkte. Ein UNO-Spiel. Make-up-Paletten, zum Beispiel die von BH Cosmetics mit Doja Cat, die ich noch nie benutzt habe. Oh, vielleicht habe ich die eine Farbe benutzt. Jetzt müssen die selber entscheiden, ob sie es doch benutzen werden, wenn das schon einmal... Keine Ahnung, ob das hygienisch erlaubt ist. Dann ganz viel an Skincare-Produkten. Ich habe einige Handyhüllen auch reingemacht. Von meinem alten Handy. Oder von meinen alten Handys. Keine Ahnung, ob die gebrauchen können, aber who knows. Dann habe ich einen kompletten Hey Estrid-Rasierer mit Kit und allem. Der ist auch neu, aber halt nicht in der Verpackung. Hier sind zwei Pullis und eine Jogginghose drin. Ein Body Scrub. Der ist von Hey Estrid. Der ist richtig gut. Ich habe davon zwei. Deshalb kriegen. Kann ich easy peasy teilen. Ja, hier sind noch mehr Sportklamotten. Das sind ganz schön viele. Bücher. Und zwar vier Stück. Auch Schuhe, die original noch sind. Ja, und das werde ich heute auch zum Frauenhaus bringen und dann ist das auch abgehakt. Ich freue mich auch. Ich hoffe, die freuen sich. Ich kann das gar nicht einschätzen, ob die es überhaupt brauchen. Das Ding ist, meine Sachen haben fast alle mal Flecken. Das, was ich gerade trage, auch. Aber ich habe da drin auch geschlafen, das ist mein Schlafschott. deshalb muss ich vorher mal gucken, ob da Flecken drauf sind, weil sonst irgendwie... Was ganz cool ist, meine Freundin und ich tauschen unsere Sachen untereinander. Also wenn wir irgendwie Sachen haben, die voll gut sind, aber wir uns einfach satt gesehen haben oder so, passiert ja auch manchmal, oder es nicht mehr der Stil ist, dann tauschen wir die untereinander. Ich muss jetzt meine beste Freundin FaceTime, ob sie was davon haben will. Okay, eine andere Sache, die ich schon die ganze Zeit aufschiebe, also wirklich seit Monaten. Mal meine ganzen technischen Geräte, also mein Laptop, mein Handy, meine Kameras... zu reinigen und auch so die Hüllen zu reinigen, weil zum Beispiel mein Handy, uiuiui, mein Handy ist super geschützt. Ich hatte das die ganze Zeit in der Casey-Fly-Hülle, in der hier. Ich liebe die ja und da passiert auch einfach nichts. Aber es ist echt dreckig. Ich habe es mal beim Beachvolleyball dabei. Mein Laptop war auch schon mal sauberer, man sieht das voll die Patscha drauf. Ich habe gerade versucht zu lernen, hat die Sonne so drauf geschrieben. Ich habe gemerkt so, oh. Und ich habe hier so ein Ding, das sprüht man mal so drauf. Und dann kann man es so abwischen und ich zeig's dir. Das ist sehr cool. Okay, mein Handy ist jetzt all clean und hat ein neues Panzerglas. Jetzt mache ich wieder eine Hülle drauf, damit da nichts passiert. Ich liebe die Cases. Wir hören ja schon seit Jahren. Ich tausche die mit meinen Freundinnen und dann haben wir immer so verschiedene Phone Cases. Und ich habe die ganze Zeit diese Ciao Amore getragen, weil ich die so unfassbar süß finde und so sommerlich. Liebe aber auch die. Und die hat noch so extra Bumper und fühlt sich so richtig schön an. Deshalb nehme ich, glaube ich, die. Außer ist sie rosa. Ich habe übrigens noch einen Code für Caseify. Der ist Jackie10 und ist bis Ende August gültig. Und dort gibt es auch andere Hüllen für iPad, deinen Laptop und so weiter. Ich habe zum Beispiel diese süße Laptop-Hülle. Und ich liebe dieses Design. Das macht mich so glücklich.
Das ist so süß. Ja, ich werde jetzt weiter lernen, aber falls du shoppen möchtest, verlinke ich dir es gerne. Und ja, viel Spaß. Hallo, ich hoffe, es sieht dir gut. Meine Wohnung sieht aus wie Sau. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber mein Boden ist dreckig. Mein Ding ist unordentlich. Meine Küche auch nicht so prickelnd. Ich gebe dir mal einen Status von allem. Ich muss saugen. Mein Bad, aber ich habe Licht angelassen. Mein Bad sieht auch nicht super aus. Außerdem siehst du die Flecken auf der Scheibe oder wie schlecht mein Spiegel geputzt war. Es muss alles gesäubert werden. Mein Zimmer war eigentlich ordentlich, dann habe ich gepackt und jetzt ist es wieder ein bisschen messy geworden. Mein Schreibtisch sieht auch aus wie Katastrophe. Ich muss Wäsche waschen. Und deshalb stelle ich mir jetzt eine Stunde einen Timer. Den habe ich auf YouTube gefunden. Und werde versuchen, so viel wie möglich fertig zu kriegen. Eigentlich habe ich so eine Stunde 15, glaube ich. Ja, eine Stunde 10. Aber mal gucken, wie weit ich komme. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich alles hinkriege. Und let's go. Muss schon zugeben, ich bin ein ziemlich unordentlicher Mensch, auch wenn man mich so ein bisschen auf YouTube verfolgt, bekommt man das ziemlich schnell mit. Dafür bin ich aber sauber und meine Küche ist auch eigentlich immer zumindest sauber, auch wenn sie ein bisschen unordentlich ist. Aber generell fällt es mir so viel einfacher, meinen Küchen- und Wohnbereich sauberer zu halten, weil ich da abends so oder zwischendrin einfach mal so 5 bis 10 Minuten aufräume und dadurch alleine schon einiges weggeht. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich in meinem Zimmer versuche ein bisschen etablieren, dass ich wirklich einfach nur ein paar Minuten aufräume, weil meistens ist man dann eh motiviert, noch ein bisschen weiter aufzuräumen oder dann hat man die 5 Minuten geschafft und das ist auch voll okay. Ja, und so mache ich das eigentlich in meinem restlichen Wohnbereich und das ist das Einzige, was einer super unordentlichen Person hilft. Ich würde auch sagen, Putzen macht mir mittlerweile echt Spaß und ich bin auch ziemlich gut da drin. Das Einzige, was ich gar nicht kann, ist Spiegel und Fenster putzen. Meine Mama hat mir schon ein Lifehack erklärt, weil man soll es ja gar nicht mit Glasreiniger machen bei Spiegeln, das ist wohl nicht so gut für die, dass man einfach warmes Wasser und Spiegel nehmen soll und dann mit so einem Abzieher von der Dusche quasi, aber irgendwie kriege ich es trotzdem nicht hin. Dann war ich super übermotiviert und habe auch meine Couch gesaugt und alle Oberflächen abgewischt und dann noch die restliche Wohnung gesaugt und hatte noch so 25 Minuten Zeit, die aber wirklich komplett für mein Zimmer draufgegangen sind. Sonst sieht gut aus. Das sah es jetzt auch schon länger nicht mehr. Und ich wollte jetzt saugen und ich bin so ein bisschen genervt, weil mein Dyson, den ich von meiner Familie mitgenommen habe, als wir ausgezogen sind, oder als ich ausgezogen bin, der sein Filter verstopft manchmal, da muss man den immer reinigen. Und ich habe zwar sogar 2 und der eine war gereinigt, aber kannst du dir mal anhören, was dumme Geräusche der macht. Als lädt der. Genau, er macht auf jeden Fall nach ein paar Sekunden einfach nichts mehr, hat keinen Bock. Deshalb versuche ich den jetzt in Gang zu kriegen. Aber der hat das letzte Mal irgendwo verfangen und war danach voll seltsam, mein Staubsaugerroboter. Obwohl der eigentlich mal voll gut funktioniert hat. Aber das, sowas frisst so viel Zeit und es ist so lästig und. First World Problems, mal wirklich. Nein, aber dieser Kack-Staubsauger. Sorry, Dyson, aber der ist so teuer, glaube ich. Auch die Reparaturen sind so teuer. Ich muss den Akku auswechseln. 130 Euro. Und dann funktioniert diese Kacke nicht mal, weil der Filter immer verstopft ist. Egal. Ach, egal. Bitte. Starting selective ring. Do what you gotta do. Okay, das ist das Bad. It looks messy. Ich stelle jetzt meine Kamera auf. Jetzt ziehe ich mir Handschuhe an, weil Bad putzen ist irgendwie eklig. Und was mir im Bad richtig hilft, ist, dass ich so einen Schwamm im Bad habe, der auf meinem Fensterbrett quasi liegt und dieses Froschreinigungsdings. Und abends einfach so nach dem Zähneputzen wische ich dann einmal drüber und so bleibt das Bad eigentlich immer relativ clean. Und ich habe so diese Spüldinger in meiner Toilette, dadurch bleibt die Toilette relativ clean. Okay, neue Sache, die ich erledigen möchte, die ich schon lange aufschiebe. Und zwar möchte ich mein Gästezimmer schön machen und daraus auch ein Büro machen. Ich zeig das mal kurz. Das ist es bis jetzt. Ich habe da schon ein Bett reingeräumt, weil meine Gastmutter aus Amerika für 2 Wochen hier war. Und jetzt möchte ich aber hier meinen Schreibtisch hinstellen und daraus so eine Art Büro machen, weil ich meinen Schreibtisch in meinem Zimmer einfach nie nutze. Ja, ich glaube, das wird gut. Das ist mein Schreibtisch gerade. Der steht halt in dieser Ecke hier. Und irgendwie ist mein ganzes Zimmer so gar nicht das. Also, keine Ahnung, ich fühle mich hier nicht wohl in meinem Zimmer und schlafe ja auch nicht gut. Deshalb ändere ich jetzt irgendwas und mein Schreibtisch ist das Erste. Das ist ein bisschen sehr unordentlich, aber das
wird schon. Warum ich auch eigentlich dieses Büro überhaupt umbauen wollte, war, weil ich seit einem Jahr in dieser Wohnung wohne und mich bis jetzt noch gar nicht so richtig in diesem Zimmer wohlfühle und wirklich nie am Schreibtisch sitze. Ich sitze dann viel lieber irgendwie auf der Couch oder am Esstisch, keine Ahnung wo, aber nie an meinem Schreibtisch, weil irgendwie war es eine deprimierende Ecke und mein Schreibtisch ist richtig verbogen sich gerade. Der ist auch schon ein bisschen älter. Aber deshalb habe ich mir jetzt mein Büro da gebaut und dachte, wenn ich mir so einen Workspace mache, dann sitze ich da bestimmt lieber dran und ist auch um einiges heller da. Und tatsächlich, jetzt ein paar Wochen später, sitze ich da echt sehr, sehr gerne dran. Okay, wie du siehst, ist die Tür, die geht nach links auf. Oder ist ja auch egal. Auf jeden Fall möchte ich es auf die andere Seite haben. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, weil ich schon mehrmals umgestellt habe. Und weil ich diesen Schreibtisch halt wirklich schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren habe. Bestimmt 8 Jahre. Perfekt. Du bist ein Profi. Komm, wie perfekt hinzugeht. Tiefe, alles perfekt. Okay, jetzt will ich das noch ein bisschen organisieren. Ich habe mir vorgenommen, in meinem Schreibtisch nur wirklich Dinge zu haben, die ich regelmäßig brauche. Und das habe ich alles andere weggeräumt und in Regale getan oder auch in den Keller. Und da habe ich mir getan. Ups, hier. Ja, damit ich wirklich nur das Sinnvolle habe. Wow. Wow. Oh. Guck mal, hier steht, an meinem 14. Geburtstag darf ich meinen Namen sagen. Okay, eine weitere Sache, die ich seit Monaten, seit 3 genau, vor mir hin schiebe oder aufschiebe, ist mein Bad fertig zu kriegen. Mein Bad wurde renoviert, die Dusche. Traum, ich zeig's dir gleich. Hier war vorher eine Badewanne und jetzt ist hier diese wunderschöne Riesendusche mit diesen wunderschönen Fliesen und oh, ich bin so verliebt. Aber da oben musste ein Kabel verlegt werden, weil er legalerweise, wovon wir nichts wussten, unter der Badewanne ein elektrischer Anschluss war. Und das ist nicht erlaubt. Und deshalb wurde der jetzt nach da oben und nach da links gelegt. Aber es sieht halt voll kacke aus. Und das muss ich machen. Und da oben kommt Feuchtigkeit von außen rein. Das ist aber eine Aufgabe für, keine Ahnung wen, ich glaube auch die Hausverwaltung. Aber es kümmert sich einfach niemand drum. Toll, ne? Habe ich jetzt so ein Fleckenblocker Isolierweiß gekauft und ich probiere das jetzt aus. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Luft! It's be stinky. Ich falle gleich runter. Guck mal, wie schön. Vorher war das einfach so. Und jetzt ist es so, es geht so leicht, es stinkt zwar übel. So. Crazy. Ist das nicht toll? Ich freue mich so sehr, das war so nervig. Und guck mal, es ist einfach weiß. Okay, ich bin jetzt voll im Flow. Jetzt kommt Nummer 2. Und zwar das hässliche Ding. Ich brauche also erstmal einen Stuhl, glaube ich. Oder ich kletter auf meinen Trockner. Eieiei, ist das Leben hart. Okay. Aber dieses Ding ist approved. Das ist richtig gut. Aber wenn du Schimmel hast, dann entferne den erst. Aber es war ja kein Schimmel, es ist nur Feuchtigkeit. Das habe ich mir von einem Fliesenleger bestätigen lassen. Toll, ich freue mich. Okay, dafür habe ich mir einmal diese Auswirkungsfarbe gekauft und diesen Lochfüller. Auch wenn ich gerade gemerkt habe, das sind ja keine Löcher. Aber ich wollte den auch hierfür. Oh, es wird Jahre dauern und 200 Tage. Sieht richtig kacke aus vom Namen, aber ich glaube, wenn man eine zweite Schicht darüber macht, ist es gut. Guck mal, von weiter weg, oh ja, ja. Nee, von weiter weg ist auch scheiße. Ich dachte, von weiter weg wäre es nicht so schlimm. Aber von nahem sieht es echt katastrophal aus. Ja. Okay, das ist nicht fertig. Aber die 2 Löcher sind weg. Oder zumindest so halb. Übrigens kam heute die Frau vom Frauenhaus vorbei und hat die Sachen abgeholt. Und das hat mich sehr happy gemacht. Die war richtig dankbar. Und ich habe mich voll gefreut. Ja, richtig schön. Ich liebe es, wenn man irgendwie was Gutes auch noch tun kann. Obwohl es ja eigentlich etwas ist, was mir auch hilft. Aber das hilft auch irgendjemand anderem da draußen, hoffentlich. Und vielleicht freut sich irgendjemand und vielleicht hat irgendeine Frau in Not jetzt neue Sportklamotten oder Schminke oder ein Spiel und freut sich drüber. Ein weiterer Punkt auf meiner Liste war, meinen kompletten Verpackungsmüll und meinen ganzen Papiermüll zum Wertstoffhof zu bringen, weil das so unfassbar viel war. Ja, und dann habe ich tatsächlich noch so ein paar andere Punkte von meiner Liste geschafft, wie Backofen putzen. Und ich bin richtig stolz. Ich hoffe, ich habe dich irgendwie ein bisschen motiviert. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.